Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Rollercoaster Tycoon 3. Ja, was haben wir in den letzten Folgen fertiggestellt? Und zwar waren wir hier an der Wasserbahn, dem Bamboo Splash, beschäftigt. Die ist soweit fertig. Ich würde da vielleicht noch ein bisschen Bepflanzung machen. Ansonsten bin ich eigentlich relativ zufrieden. Da muss gar nicht so großartig Geschnörkel hin. Ich denke, das sollte reichen. Die aktuelle Überlegung, das könnt ihr gleich mal in die Kommentare schreiben. Das ist die erste Frage an euch. Diese schöne Achterbahn hier mit dem Turm. Ich bin am Überlegen, ob ich die abreißen soll und da etwas anderes hinbauen soll. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, weil nämlich die Bedenken sind, dass das beides hier nicht so wirklich zusammenpasst. Ich halte es jetzt nicht für so schlimm, vor allem weil ich jetzt hier noch eine kleine Mauer hinziehen möchte. Hier so eine Ecke und hier kommen dann noch ein paar Dschungelattraktionen hin und dann wird hier noch alles zugekleistert mit Palmen und mit Bäumen. Dann haben wir den Bereich erstmal so halbwegs fertig und werden uns dann einem neuen Bereich widmen, beziehungsweise hier vielleicht noch irgendwas hinbauen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich weiß noch nicht. Ich habe noch keine Idee. Vielleicht kommt mir eine, während wir spielen. Ja, schreibt schnell in die Kommentare. Turm und Achterbahn abreißen, stehen lassen. Die Streckenführung ist jetzt nicht so besonders. Mir gefällt sie trotzdem halbwegs gut. Ich finde den Turm von nahen ziemlich cool. Von weitem gefällt mir dieses Flimmern nicht. Aber ja, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Vorschläge, auf eure Meinungen. So, ich würde sagen, wir fangen gleich an. Hier so mal eine kleine Trennwand oder sowas zu basteln. Oder wir lassen das so und wir knallen hier erstmal so eine kleine Mini-Attraktion hin. Atlantis passt. Das machen wir weg. Das machen wir auch weg. Gruselig machen wir auch weg. Ein Piratenschiff könnten wir hier irgendwo in die Nähe hinpacken. Wobei wir dann eigentlich eine Bucht bräuchten. Eigentlich müsste das Piratenschiff woanders hin. Ist ein bisschen eng hier gerade in der Ecke, muss ich sagen. Piratenschiff passt da gar nicht hin. Das gefällt mir nicht. Space Mission, Old Spice, Phoenix, Twister. Das würde schon besser hinpassen. Das könnten wir hier hin machen. So in die Ecke. Schwabbischl. Als Übergang. Und dazwischen kommen dann noch so ein paar Fressbuden. So, das ist der Eingang, richtig? Der Eingang kommt hier hin und der Ausgang kommt dann hier hin. So. Das passt. Ausgang. Ne, ist der Eingang. Hier ist der Ausgang. Das passt. Die Warteschlange muss etwas holziger werden. Ist ja jetzt hier auch wieder blöd gemacht, ey. Ist ja scheiße. Ja, wie konnte denn das schon wieder passieren, ey? Das sieht doch kacke aus. Mann, 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 dieses Ebenentool. Wo waren das? Hier. So. Jetzt ist wieder gerade. Ah, ja, dieses Terrain-Tool. Hast du nur Probleme mit. Was haben wir denn hier? Das ist so ein bisschen backsteinmäßig. Ein bisschen sehr, sehr, sehr Steampunk-artig, ey. Nee, das kann man nicht nehmen. Wir nehmen das Holz. Oder? Was haben wir denn hier? Was ist denn das hier? Ach komm, das passt doch. Guck mal. Spaß doch ganz gut. Das Spaß doch. Oh, jetzt habe ich aus Versehen unsichtbaren Weg zerstört. So. Aber wir wollen... Also ich werde hier mal eben die Textur ändern. So, den Brush runterdrehen auf 2. Und zwar möchte ich die Ecke hier noch bis zu dem Punkt so haben. Das gefällt mir besser. Das lassen wir hier ungefähr so. Kann man noch ein bisschen Sand machen. So. So, passt es. Ups, das wollte ich nicht. Obwohl, das ist okay. Das kann so ein bisschen gemischt sein. Das kann so ein bisschen gemischt sein. Ich glaube, wir nehmen hier aber auch die Wege. Der Weg da passt nicht wirklich. Das ist okay. Es kann so ein bisschen sandig hier auch sein am
Weg. Ich meine, wir sind hier immerhin in so einem dschungligen Gebiet. Oh, Mist. Da darf das ruhig so ein bisschen so sein. So. Hier auch so ein bisschen so sein. Da noch. So. Gut. Fällt gleich sowieso nicht mehr auf, wenn wir da so ein bisschen mehr... Urwaldzeug hinklatschen. Überall so einen leicht sandigen Touch. Ja, manche Texturen... Oh, das war zu viel. Manche Texturen kann man hier echt ganz gut mischen. Dann sieht das trotzdem noch gut aus. Wenn man so im 1er Brush, das ist ein kleiner Tipp an euch, wenn ihr vielleicht zum Beispiel irgendwelche Bereiche aufhellen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel hier, wie hier, könnt ihr so eine normale Textur nehmen, die groß rüberklatschen und dann auf dem 1er Brush wechseln und dann darauf achten, dass ihr nur ein Kästchen habt. Dann könnt ihr so ganz leicht punktuell bestimmte Bereiche aufhellen mit einer anderen Textur oder auch verdunkeln. Also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt die dunkle Textur nehme und die so rauf mache, seht ihr, dann könnt ihr das so abdunkeln. Wenn ich die aber zwei nebeneinander mache, dann habt ihr so kleine Bereiche, obwohl die Textur eigentlich überhaupt nicht dazu passen würde. Also ich kann es euch ja mal zeigen. Ist ja normalerweise so eine Bergtextur hier, die ich hier habe. Trotzdem passt es ganz gut. Ein kleiner Tipp an euch, falls ihr damit mal rumspielen wollt. Könnt ihr da nämlich trotzdem noch so ein paar kleine Farbakzente setzen. An bestimmten Bereichen. Das kann ganz gut aussehen. So zum Beispiel unter Bäumen, dass es da so ein bisschen dunkler ist oder sowas. Es wirkt da ein bisschen erdiger. Weil die Bergtextur übernimmt da nicht ganz stark. Beziehungsweise übernimmt das schon, aber die ist ja so transparent, dass du die nicht so stark sehen kannst. Von daher passt das schon ganz gut. So. Jo. Aber hier war es mir dann doch zu dunkel. Vor allem, wenn es so am Eingang ist. Da hinten kann man das so lassen. Oh, nee, das sieht ja nicht aus. Also am Rand, wie er da die Textur übernimmt, was da für ein Algorithmus oder was für da für eine Technik hinter ist, ist mir ein Schleier. So, die beiden nehmen wir so und da packen wir dann gleich noch ein wenig davon hin. Zack. Dann barst es. Du darfst von mir aus auch dann geöffnet haben. So. 28 Gäste pro Bahn. Was für eine Musik. Ja, passt. Reicht. Gut. Guti. Oh, da ist Kima. Was machst denn du hier, Kima? Hihi. Kima. Ich fühle mich toll. Mir stinkt diese Aufgabe. Sag mal, Kima. Ja, hier stinkt diese Aufgabe. Ich werde dich bald ersetzen, wenn du nicht aufhörst hier. Hör auf, dich zu beschweren. Warum sind denn jetzt hier beide? Warum ist denn jetzt hier Sayutama und Kima? Das gibt's doch gar nicht. Mann, Mann, Mann. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Kaum ist ein neuer Bereich eröffnet, sind diese kleinen Lustvögel gleich hier. Bambuswände. Ich werde jetzt hier so einen kleinen Bereich noch machen. So einen kleinen Essbereich oder sowas. Würde ich fast meinen. Bis nach außen kann das schon gehen. So. Nicht allzu groß. Wir werden da ein paar Bänke hinsetzen noch drinne. Vielleicht. Müssen wir mal gucken, was für einen Weg wir dann nehmen. Ich würde sagen, wir hauen da erstmal die Textur drüber. So. Dann können hier Bänke jeweils hin. Kann man eigentlich die Ecken hier so nehmen. So. Gut. Schauen wir mal wieder rein hier. Bambuswände. Können wir jetzt gar nicht so ausrichten. Müssen wir das so machen. Passt trotzdem halbwegs. Ich packe da mal kurz Essensstände rein. Wir nehmen, was nehmen wir? Der Döner passt hier natürlich super hin. Haben wir da einen Döner hin? Und türkischer Honig oder Dino Burger, Cocktails, Kokosnussdrinks.
Wobei wir hier natürlich auch schon was haben. Was haben wir hier? Keine Kokosnussdrinks. Scheint mir was anderes zu sein. Passt. Die beiden. Döner und Kokosnussdrinks. Dann müssen wir natürlich noch den Weg hinbauen. So. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die beiden hier wegmache, die beiden Texturen da. Also den Weg da nicht lang führe. Ich glaube, das reicht, wenn da ein Weg reinführt. Dann müssen wir gleich nur noch da ein paar Bänke reinplatzieren. Jo! Zack, zack. Wir brauchen selbstverständlich auch noch ein paar Mülleimer. Ist eigentlich Wurst, was für Mülleimer wir jetzt hier benutzen. Können wir einmal hier so zwei reinmachen. So, das passt, weil wir machen da ja sowieso gleich den Deckel drauf. Der Bambuswände. Show. Können wir hier eigentlich schon so den Deckel drauf machen? Nee. Da müssen wir noch höher bauen. Da müssen wir noch höher bauen. Aber rein theoretisch könnten wir, um den Look so ein bisschen zu erhalten, das eigentlich so höher bauen. Nehme ich mal die beiden Ecken. So. Dann haben wir hier mal natürlich Ecken. So. Und so. Wir könnten nämlich rein theoretisch das ja so machen. Wobei das dann nicht so toll aussieht. Ach herrje. Wir brauchen ja auf jeden Fall hier noch ein paar Bambuswände. Damit wir es überhaupt zukriegen. Jetzt läuft da Sayotama hier drin rum. Da sind nicht mal Gäste drin. Ich glaube, tack. Sayotama. Was ist mit dir los, Jung? Was ist mit dir los? Wie machen wir das am besten? Ich bin gerade am überlegen. Zip, zippel, zappel, zuppel. Ich habe keine Uppel. Ich habe gerade keine Idee. Wir machen das am besten. Wir machen das am besten. Wenn ich das so weiter hoch machen würde. Kämen wir so an. Das sieht aber kacke aus. Wenn ich das so machen würde. Sieht das auch ziemlich Müll aus. Dann müssten wir das... Das muss sowieso höher. Das müsste dann mindestens... Wobei, doch, das würde so gehen, wa? Also so müssten wir das mindestens machen. Das sieht von der Seite wahrscheinlich gar nicht so mies aus. Warte mal, wir machen mal kurz Bambuswände hier weg. Ist gerade alles eine kreative Schaffensphase. Dann können wir das eigentlich, weil wir da keinen Ganzen haben, dann sieht das auch nicht so wuchtig aus, das Häuschen. Dann nehmen wir nur die mittelgroßen und das passt dann. Halt. Oder? So. So, das passt da nämlich. So.
Perfekt. Dann können wir auch ein ganz normales Dach basteln. Dann brauchen wir uns jetzt nicht irgendwie eins mit dem Dach hier ausfriemeln, dass wir da so ein besonders tolles, geschmückeltes, geschnörkeltes Dach haben, damit es wirklich haargenau passt. So. Ich wiederhole es nochmal, weil das zu häufig bzw. öfter auch nochmal in den Kommentaren gefragt wird. Ihr könnt die Dinger hier mit der Shift-Taste gedrückt halten und dann nach oben ziehen mit der Maus. Das kam nämlich immer noch ab und zu mal in den Kommentaren vor, wie man denn den ganzen Quatsch hier so dreht. Stehst du? Ja, nehmen wir das Bambusdach. Ist okay. So. Was haben wir denn noch? Wir könnten noch so ein kleines Bambus-Dingchen bauen. Für eine Info. Wir könnten hier noch eine Info hinbauen. Also quasi hier so an den Rand und ein Klo könnten wir da eigentlich auch noch hinbauen. Phoenix Twister passt nicht zum Stil dieser Szenerie. Warum? Also ich finde, der passt. Weil es nicht Atlantis ist oder was? Mann, 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 heul mir einen vor. Ja, schönster Park, siehst du? Trotzdem haben wir schönster Park bekommen. Also halt doch einfach die Klappe. Piratenhüte. Das ist doch, ja, das können wir eigentlich auch wegmachen. Trauminsel eigentlich auch, Steinzeit eigentlich auch. Krokodilballons, Piratenhüte, Safarihut. Der sieht doch auch mal fesch aus. Den können wir bestimmt auch irgendwo hin machen. So. Okay, Info. Eine kleine Info. Die hauen wir. Wir hauen die einfach mal hier hin. Und zwar hier so. Und dann hauen wir da gleich noch eine Toilette hin. Warum bist du jetzt. Das ist doch unglaublich, ey. Du baust irgendwo was hin. Denkst dir, das Terrain ist okay und Kacke ist. Ist nämlich nicht. So ein Müll. Manchmal. Ehrlich. Passt. Jetzt müsste es. Muss es passen. Jetzt, jetzt, jetzt. Da kommt das hin. Und wir hauen da gleich noch einen. Das Pissoir könnten wir eigentlich sogar so ein bisschen auf den Weg führen. Ich bin noch am Überlegen aktuell, ob ich die Wege einheitlich gestalten soll. Also, dass die Wege immer gleich aussehen. Dass wir überall diese Wege hier haben. Und wir die dann halt unterschiedlich am Rand beschmücken. Bin ich noch am Überlegen. Bin mir noch nicht ganz sicher. Was? Sieht aber ganz schön mitgenommen aus hier. Die Brücke. Was ist denn da los? Was ist da los? Starlos, starlos. Ja, sorry, irgendwie. Ich will nicht biten. Wir nehmen jetzt noch eine Toilette. So, die ist aber so groß. Wir könnten einfach mal so hier drin oder sowas könnte man eine noch positionieren. Denke ich. So halt. Ja, das passt ganz gut. Falls mal jemand auf Toilette muss. Okay. So, was machen wir da noch hin? Ein Geldautomaten. Zum Beispiel.